with CryEngine 3. Und damit herzlich willkommen zur Crysis 3 Beta. Wir sind jetzt hier im Titelbildschirm und wir sehen schon, wenn wir hier die Maus bewegen, dreht sich der Bildschirm so im 3D-Bild. Das sieht ziemlich geil aus. Wir starten einfach mal und es lädt. Und wir müssen uns hier mit unserem Origin-Account einloggen. Ja, ihr hört richtig, man braucht einen Origin-Account, um sich die Crysis 3 Beta runterzuladen auf dem Computer. Auf Konsolen braucht man das nicht, was auch eigentlich besser ist. Nur ich wollte euch halt das Ganze hier in High-End-Grafik zeigen. So habe ich eben alle Grafikeinstellungen auf High-End geschaltet. Von daher sollte das alles super laufen. So, jetzt gucken wir mal. Hunter-Modus, ja. Wir können hier Crash-Site auch auswählen. Wir suchen einfach. Und zwar, ja, das war Problem ist halt, ihr habt gerade gesehen, Crash-Site Hunter gerade eben. Okay, Lobby haben wir gefunden. Es gibt nur zwei Modi. Und zwar Hunter und Crash-Site. Crash-Site ist so eine Art Capture the Flag. Und Hunter ist halt sowas wie ein Infiziert-Modus, halt nur mit Jägern und anderen, die sich halt beschützen müssen. Halt da nicht mit Zombies, sondern einfach unsichtbaren Jägern. Jetzt spielen wir hier aber Capture the Flag, also Crash Site nennt sich das hier. Ich glaube, das ist so eine Art Capture the Flag, tut mir leid, wenn ich falsch liege. Und dass die Map heißt Airport, es gibt die Map Museum, also Museum und Airport in der Demo bzw. Beta. Und wir nehmen mal hier den Assault. Und hier sind 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und ihr seht schon hier, die Grafik ist wirklich, da fehlen mir echt manchmal die Worte, weil das sieht wirklich so hammergeil aus. Ich meine, wenn man sich das mal ganz genau anguckt hier, ich weiß nicht, ob man das im Video jetzt so sieht, ob die Grafik jetzt so im Video durchsticht. Also wenn man das jetzt hier auf dem PC spielt, das sieht wirklich phänomenal aus. Das sieht wirklich super hammergeil aus. Man achte auf diese kleinen Details hier, die in anderen Videospielen eher eine mittelmäßige, beschlechte Grafik haben, sagen wir, sei es irgendwelche Pflanzen oder irgendeine Metallplatte, die am Boden liegt. Die ist selbst hier extrem scharf. Und zwar sehr gut gestaltet. Was haben wir denn hier? Wir haben hier X-Pack-Motor. Mod-Mod-Car. Oh, das sieht doch mal nice aus. X-Pack-Mortar heißt das. Ich glaube, damit können wir was ausrichten. Nehmt es mir nicht übel. Ich bin noch nicht so gut in diesem Spiel. Beziehungsweise ich bin noch richtig schlecht. Mit dem Boden kann ich einigermaßen. Oh, da wurden wir leider vom Bimbo-Schmatzer getötet. Tut mir leid, ich versuche das Spiel hier ein bisschen zu zeigen. Ich werde wahrscheinlich sehr oft sterben, aber naja, sehen wir davon mal ab. Und wir changen jetzt hier mal unser Equipment, und zwar ja, Sniper. Ja, den Sniper nehmen wir mal. Equipment change after respawn. Das kennen wir auch aus Call of Duty, dass unsere ja, Ausrüstung erst nach dem Respawn verfügbar wird. Und schauen wir mal hier, hier können wir nicht weiter. Was können wir hier? Ach, die können wir aufmachen. Boah, geil. Habt ihr gesehen, wie er die aufgetreten hat? Okay, das ist auch wirklich ein Plusbonus. Ich war ja auch im Überlegen, ob ich mir jetzt GTA 5 hole in Zukunft oder Crysis 3. Und jetzt wird's echt schon knapp mit der Entscheidung, weil das Spiel ist wirklich, also wieder gestorben, wirklich so gut, muss ich jetzt einfach mal sagen. Geil, wollte ich jetzt schon wieder sagen, war ich auch mal so gut. So, jetzt haben wir hier die Sniper. Och, ja. Ne, wir nehmen doch mal eine andere. Wir nehmen mal Chase Equipment. Nehmen wir denn mal. Wir nehmen nicht den Scout, den Sniper nicht. Und wir nehmen den Gunner mit unserem fetten MG. Das hätten wir. Oh, wir haben schon eine Kugel in den Kopf bekommen. Weil wir zu lange rumstanden. Jetzt gucken wir mit dem MG was ausrichten können. Jetzt sind wir hier in irgendwelchen Abwasserkanälen. Und mal schauen. Hm, man sieht doch, hier fliegen das sind irgendwelche Flugzeuge rum, dass es die Map ist. Sozusagen interaktiv. Das heißt, es ist nicht einfach irgendeine stumpfe Map hier reingesetzt worden, sondern da bewegen sich, hier fliegen Flugzeuge rum. In die Map landen die Flugzeuge auch. Sieht ziemlich gut aus. So, jetzt sehen wir hier, hier ist aber anscheinend keiner. Wir haben auch 50 Schuss zum Schießen und 100 zum Nachladen. Sollte eher reichen, weil hier halten die Feinde aber auch, ja, was heißt ja, ein bisschen sehr viel mehr aus als in Call of Duty. Was ich sehr gut finde, weil das ist mal wieder ein Spiel, wo man nicht nach irgendwie zwei Schüssen stirbt, sondern hier kann man wirklich nochmal was aushalten. So, der Kill ist aber uns, hier sieht man mal überragendes Aim. Ja, tut mir leid, normal bin ich Konsolengamer. Deshalb habe ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen gefällt mit dem Aim und hier ist noch einer. Ach man, komm. Gut, den haben wir auch. Headshot. Bullet in the head plus 50. Und jetzt schauen wir mal, was gibt's da. Also das MG scheint ganz gut zu sein, das behalten wir erstmal. Und hier liegen noch über Waffen. Allein schon. Moment, da oben ist auch einer.
Hoppla, hey, komm. Ach, Menno. Menno, habe ich auch noch nicht mehr gesagt, tut mir leid. Warum entschuldige ich mich dafür? Kann ich eigentlich so lassen. Egal. Moment, jetzt nehmen wir dann mal Change Equipment. Nehmen wir nochmal den Assault. Weil der war irgendwie ganz cool mit seiner normalen Pistole. Das war beziehungsweise MP, Sturmgewehr, eins von beiden, ich weiß es nicht genau. Die hat eigentlich ordentlich reingehauen. Und hier wurde auch irgendwas aktiviert. Ich glaube, das ist eine dieser Flaggen, die es im Spiel gibt. Und so wurden wir hier angeschossen. Und da springt er her. Ja, weil hier haben alle so eine Art Jetpack. Das heißt, man kann hier so hochfliegen. Oh Gott, hier sind wir gerade noch so entkommen. Ach nein, da kommt er! Ach, tut mir leid. Der hat uns leider bekommen. Oh nee, das... Oh nein, das war der gar nicht. Wir haben einen Sniper-Schuss in den Rücken bekommen. Oh, da können wir nicht her. Und es werden auch noch mehrere Crysis 3 Beta-Spiele auf unserem Kanal hier folgen. Das heißt, das wird jetzt nicht das einzigste bleiben. Es kommen noch ein paar mehr. Dafür werden erstmal ein paar weniger Minecraft-LPs kommen in diesem Zeitraum. Beziehungsweise ein bisschen unregelmäßig. Aber sobald das dann mit dem Crysis-Ding vorbei ist, geht dann wieder los auch mit Minecraft. Aber ich wollte das hier gerne mal euch allen zeigen. Und zwar haben wir jetzt hier wieder unsere Super-Mega-Waffe. Gucken, ob wir diesmal damit einen töten, weil so schlecht kann die ja nicht sein. Jetzt gehen wir mal ganz vorsichtig vor. Da ist einer, komm, 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 komm schon, komm schon, komm schon. Oh Gott, waren wir wirklich so schlecht oder ist die Waffe so schlecht? Wir haben genau dran vorbeigeschossen. Ach, blöd gelaufen. Gut, nehmen wir mal wieder unsere Assault Rifle. Komm schon. Ja, komm. Ach, wie hat er uns denn jetzt wieder gekillt? Ach, der hat das MG dabei. Na gut, der hat da auch jetzt nicht das beste Aim. Da war es wahrscheinlich entweder Pech, dass wir gerade gestorben sind. Aber wie gesagt, ich bin dann noch nicht sehr gut in diesem Spiel. Ich habe auch noch nicht so viel gespielt. Ist ja auch erst seit heute draußen die Beta. Beziehungsweise für Nicht-Premium-YouTuber. Sage ich mal so. Waren ja mehrere YouTuber am Event. Weiß nicht, wann das war. 23 sind, glaube ich, eingeladen zu Crytek in Frankfurt. Wir leider nicht, wie das jetzt kommt, weil ich natürlich auch nicht. Ich weiß nicht, wie man uns jetzt hier vergessen konnte. Mit unseren 116 Abos. Aber naja, dann zeige ich euch das Ganze jetzt hier. Und es läuft ja auch. Kann sein, ich weiß nicht, ob es schon aufgefallen ist, ob es schon passiert ist. In ganz kleinen Stellen hackt das Spiel mal ein ganz bisschen. Das liegt nicht daran, dass mein Computer die High-End-Grafik nicht packt. Das liegt daran, weil ich nehme hier gerade Outer City auf. Und Fraps läuft auch noch in 30 Bildern pro Sekunde. Also 30 FPS und das zieht dann ordentlich auch nochmal Leistung vom PC. Und deshalb kann das dann halt nicht so mega flüssig laufen, aber ich denke mal, so wie es jetzt läuft, reicht es für ein YouTube-Video aus. Ich überlege gerade auch noch, ob ich in 720p oder 1080p hochlade. Ich werde aber wahrscheinlich in 720 Pixel hochladen. HD ist es zwar dann trotzdem, aber naja, ihr wisst schon, wenn ich jetzt in 1980x1080 1920x1080 HD hochlade, wird die Datei mega groß werden und ich würde mehrere Stunden dafür verbringen, das hochzuladen. Und 720p geht da schon deutlich schneller. So, hier scheint aber auch keiner zu sein und hinten sehen wir wieder so ein Flugzeug, das fliegt. Boah, ich bin immer noch geflasht von dieser Grafik, wie man hier aussieht. Das sieht wirklich so gut aus. Ich meine, das kann man, das muss man sich mal geben. Das sieht einfach so geil aus. Jetzt werden wir schon wieder irgendwo angeschossen. Wo ist das denn? Da ist keiner. Unten scheint aber auch keiner zu sein. Oh doch, 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 doch. Ey komm, den haben wir aber doch übel getroffen, oder nicht? Mhm. Der mich auch. Okay, auch hier haben wir wieder unsere X-Packs M2R Mortar. Guck mal, ob wir diesmal damit einen Kill hinbekommen. Die Waffe sieht einfach zu episch aus, dass wir die liegen lassen könnten. Oh, da war einer. Da ist er, komm. Resigans, hold your death. Irgendwas stand da gerade, ich kann nicht so schnell lesen, tut mir leid. Beta ist wie gesagt, was heißt wie gesagt, ich hab's noch gar nicht gesagt. Die Beta ist halt in Englisch. Liegt daran, weil sie halt jetzt weltweit verfügbar ist und ich als Entwickler hätte mir jetzt auch nicht die Arbeit gemacht, für die Beta jetzt auf Deutsch zu übersetzen. Muss ich wirklich sagen. Aber ist ja auch nicht schlimm. Das Spiel kann man ja auch so gut spielen. So, ich scheine aber... Oh, da werden wir wieder angeschossen. Und das ist eine Granate. Und zwar werden die Granaten mit einem, ja, mehr oder weniger roten, transparenten Dreieck auf dem Boden gezeichnet. Gekennzeichnet mit einem fetten Ausrufezeichen drin. Boah,
So, jetzt schauen wir mal hier. Ich habe auch gerade gesehen, ich weiß nicht, ob das ein Jetpack ist oder weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, ach Mann, oh, da sind wir wieder gestorben. Ich weiß nicht genau, ob das ein Jetpack ist oder was es ist. Ja, auf jeden Fall kann man damit so ungefähr 3 Meter hoch springen bzw. kurzen Flug machen. Das geht dann eigentlich auch schon. Nehmen wir uns mal hier das Schrotgewehr für die nächste Runde. Mal gucken, wie das dann so sein wird. Jetzt schauen wir mal hier. Hier waren wir eben aber auch schon. Ich glaube, wir spawnen aber hier immer wieder an derselben Stelle oder beziehungsweise sehr in der Nähe. Ich glaube, ich wechseln die Spawns gar nicht. 1 minute remaining. Ach, die Runde dauert noch 1 Minute. Oh, ach Mann, was war das denn? Da hat er uns mit dem Schrotgewehr. Ja, hat er uns mit dem Schrotgewehr gekillt. Ne, das war gar nicht kein Schrotgewehr, das war irgendwie eine MP. Ne, das natürlich war das Schrotgewehr. Wir haben es ja auch gerade in der Hand. Und es sieht auch so episch geil designt aus wie die anderen. Beziehungsweise jetzt nicht vom korpulenten Aussehen her, sondern von der Grafik her, so wie die ganze Map. Es gibt nämlich. Ich habe noch keine Grafik gefunden, die nicht irgendwie schlecht aussieht, weil das ganze Spiel sieht einfach geil aus. Die Beta hat jetzt glaube ich 1,6 GB, wie das fertige Spiel, viel das fertige Spiel dann haben wird, ist fraglich. Ich schätze mal so auf 16 GB mindestens. Dazu rechnet, dass die ganzen Mehrspieler-Maps noch dazu kommen, die ganzen Modi, die ganze Kampagnenmission vor allem. Die ganzen Videosequenzen, die werden auch ordentlich noch Leistung ziehen. So, und das war's dann. Oh, End of Game Victory. Cell have won the match. Ach, da haben wir gewonnen. Ach, wir haben gewonnen. Oh, sogar mit mir im Team. Ja, wir sehen's jetzt. Leider 12 Tore, nur 3 Kills. Tut mir leid, wie gesagt, ich bin noch nicht so gut in diesem Spiel. Wird sich vielleicht in den Folgevideos dann verbessern. Wie gesagt, halt, kommen mehrere Videos von Crysis 3. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, schon mal wieder das Spiel ist, beziehungsweise die Map Airport und der Modus Crestside. Ja, jetzt gehen wir noch. Ja, jetzt kommt hier der Ladebildschirm, der mehr oder weniger meiner Meinung nach kacke designt wurde. Aber das ist nicht schlimm, weil das rechtliche Spiel ist einfach super. Okay, continue. Ja, haben wir Challenges accept. Und bis zum nächsten Video.